Die Jugendfeuerwehr Beromafen möchte beim Bundeswettbewerb in Ilo einen guten Platz belegen. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss natürlich des Öfteren geübt werden. Denn für jeden noch so kleinen Fehler gibt es beim Wettkampf Minuspunkte. Die Gruppenführerin sieht diese praktische Übung auch als eine gute Vorbereitung für später. Wichtig ist hier halt, dass es auf Zeit ist und deswegen müssen wir halt öfters mal üben, dass wir auch Zeit einsparen. Und wenn es wirklich mal brennt später, dann ist es natürlich auch wichtig, dass schnell gelöscht werden kann, damit so wenig Schaden wie möglich angerichtet wird. Und ja, das ist halt auch eine gute Vorbereitung für später, wenn man mal in die aktive Feuerwehr geht. Zu Anfang der Übung gibt die Gruppenführerin zahlreiche Befehle, damit alle wissen, was sie zu tun haben. Die Abstimmung untereinander und somit das Teamverständnis stehen bei den Jugendlichen an erster Stelle. Wasserentnahmestelle, offenes Gewässer, Lage des Verteilers an der markierten Stelle, Angriffsgruppe zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Zählleitung selbst verlegen. Angriffsgruppe zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Zählleitung selbst verlegen. Für Saugling. Also der Spaßfaktor steht natürlich an erster Stelle. Wir wollen natürlich auch gewinnen, aber das steht eigentlich erst an zweiter Stelle, weil wir sind hier, um das freiwillig zu machen und es geht ja auch darum, den Spaß immer zu erhalten, damit wir später auch weitermachen können und irgendwann wirklich Leben retten. Am 4. Juni ging es dann für die Jugendlichen zum Kreisentscheid nach Ilo. Dort mussten sie vor der Jury zeigen, was sie drauf haben. Gesamtzeit 6 Minuten 20. Ja. Mel, das einmal im Wassergraben getreten. Ja. Und du warst hier vorne ein bisschen zu schnell mit deinem Übung beendet. Da war einer noch im Knoten machen. Er war halt gerade so und hat umgedreht. Ja. Mel, Maschine ist nix. Angriffstrupp ist einmal im Wassergraben getreten. Angriffstrupp Mann. Mhm. So, Wassertrupp. Zweimal im Wassergraben getreten. Okay. Und standen hier nicht rechts von der Markierung. Die müssen ja pylonen und dann müssen ja da rechts stehen. Die standen beide links. Kurze Zeit später mussten sie ihren zweiten von zwei Wettkämpfen durchführen. Den Staffellauf. Auch dies ging ohne größere Fehler. Am Ende reichte es für die Jugendfeuerwehr Beromafen für den 12. Platz. Erster wurden die Jugendlichen aus Ilo. Also mein Fazit des Tages ist heute, wir haben den 12. Platz gemacht von 16 Gruppen. 16 Gruppen haben teilgenommen und wir haben 4 neue Kameraden, die zum ersten Mal heute beim Bundeswettbewerb teilgenommen haben und dafür haben wir einen super Platz belegt. Okay, wir hatten ein paar Flüchtigkeitsfehler, kann immer mal passieren, wir hatten super Wetter und einen 12. Platz. Medaille haben wir auch bekommen, ist super. Die Jugendfeuerwehr Beromafen hat einen tollen 12. Platz erreicht und ich finde, dabei sein ist alles. Ich bin Marcel Zimmering und ich war für den Friesischen Rundfunk in Ilo. Großheide TV. News und Interessantes aus Ostfriesland.